Ach, es wird sie sicher freuen, wenn ich ihnen nur ein bisschen Wasser direkt mitbringe. Leute. Oh mein Gott, da ist wieder einer dieser Ureinwohner. Au! Oh Gott. Leute, ich werde mal direkt ein bisschen Wasser hochbringen. Wird die anderen sicher freuen, vielleicht. Boah, die Nacht war echt lang. Oh Gott. Leute, ich hab mal ein bisschen Wasser geholt. Leute? Leute? Bucket? Dani? Zalos, seid ihr hier? Leute! Ich wusste es doch. Ich wusste es. Ich wusste schon immer. Ich konnte ihnen einfach nicht vertrauen. Sie sind einfach weg. Sie sind weg. Sie haben mich alleine gelassen. Hier ist eine Kiste noch. Das ist alles, was sie mir zurückgelassen haben? Rohes Hasenfleisch. Dschungelsetzling. Das. Nein. Sie können mich doch nicht hier einfach so alleine lassen. Ich glaube, ich sehe, worauf das hier hinausläuft. Ich werde das hier auf eigene Faust durchziehen müssen. Die haben gesagt, wir sollen mit Holz sparsam umgehen. Wir haben nur wenig Holz. Okay. Würde ich mal sagen, dann nehme ich mir mal alles, bevor die anderen es bekommen. Also los. Tö, was interessieren mich die anderen schon? Alleine bin ich doch sowieso besser dran. Ich werde jetzt einfach abhauen. Ich nehme mir alles mit, was sie mir noch hier gelassen haben, und das war's dann. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist wieder so ein Attentäter. Oh mein Gott. Oh, das war nur ein Hase. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ah, Scheiße, mein Rücken. Oh, Leute. Oh Gott, nein. Nein. Ich werde das hier überleben. So. Ich habe einiges gelernt bei meinem Vater. Ich habe mal so ein Überlebenscamp gemacht. Ich weiß, wie ich umgehen kann. Ich brauche was zu essen. Ich kann entweder was jagen, aber ich habe gelernt, die meisten Nahrungsmittel sind deutlich nahrhafter, wenn ich sie davor koche. Das heißt, ich muss irgendwie mir eine volle Feuerstelle bauen. Vielleicht, ich brauche irgendwas, um es abzusichern. Vielleicht ein Ofen oder sowas. Vielleicht brauche ich irgendwelchen Stein, um es darauf zu braten. Oh Gott. Leute, wenn das so weitergeht, dann werde ich hier noch verrecken. Das geht einfach so nicht weiter. Ich muss hier irgendwo. Da hinten ist wieder einer von diesen Ureinwohnern. Oh Gott, da hinten ist noch so ein. Oh mein Gott, hier sind sie überall. Oh, ich muss weg hier. Ich muss weg hier. Oh Gottes Willen, da war wieder so ein Loch. Oh, um Gottes Willen. Es wird mir gerade alles einfach zu viel. Ich werde zurück zum Strand. Vielleicht finde ich dort irgendjemanden. Vielleicht irgendjemanden, der mir helfen kann und nicht so wie diese Vollidioten. Ich habe das nie gewollt. Ich habe sie immer gut behandelt und jetzt, dann verlassen sie mich einfach. Ist das der Dank für alles? Das ist einfach. Ich finde das einfach nicht in Ordnung. Was haben eigentlich diese Steine hier um die Insel zu tun? Ich habe keine Ahnung, was. Was ist das? Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich das schon jemals gesehen habe. Ist das vielleicht. Ist das unser Schiff? Oh mein Gott, ich muss dorthin. Vielleicht ist dort noch jemand. Vielleicht ist dort jemand in Gefahr. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss. Oh Gott, was ist, wenn da. Oh Gott, nein. Wie konnten wir das nur so lange übersehen? Das ist doch. Das kann doch nicht. Scheiße. Hallo. Hallo. Ist hier irgendjemand? Hallo. Hallo. Gott, oh nein! Hier, das hier ist der Raum. Hier war ich, als es passiert ist. Oh Gott. Oh Gott. Da ist Stein. Das brauche ich. Nein. Um Gottes Willen. Ich brauche mehr davon. Habe ich irgendwas Festes zum Bauen? Ja, habe ich. Holz. Oh Gott.
Ich hab 2 Steine. Vielleicht, wenn ich noch ein paar bekomme, dann könnte ich mir einen Ofen bauen und dann könnte ich das hier braten. Dann vielleicht wird alles ein bisschen leichter. Ich werde mal probieren, noch an ein bisschen mehr zu kommen. Was ist hier los? Dann werde ich mich eben probieren, so hoch zu bauen. Das kann mich so nicht aufhalten. Das da oben, dort sehe ich noch einen Stein. Ich habe Eisen bekommen. Eisen. Wenn ich noch mehr davon bekomme, könnte ich mir dann irgendwann. Ich glaube, diese Steine, das ist einfach. Ich glaube, damit könnte ich was erreichen. Weiter, ich muss mich irgendwie hochbuddeln. So geht. Ich schaff das irgendwie. So. Oh, erreiche ich's? Oh ja. Ah. Oh Gott. 3 Steine. Wie viele brauche ich? Ich glaube 8, wenn ich alles richtig in Erinnerung habe. Dort hinten sind noch welche, ich sehe es doch. Ich glaube. Scheiße. Ich wollte in die Klippen springen. Das ist viel zu gefährlich, aber es ist auch gefährlich, jetzt hier stehen zu bleiben. Hier bin ich ein leichtes Ziel für die ganzen Scharfschützen, die hier unterwegs sind. Ich glaube, ich werde einfach springen. Ich glaube, ich muss es tun. Oh Gott. Weiter. Oh Gott. Dort hinten. Ich sehe es doch. Dort hinten sind noch mehr Steine. Da unten am Boden. Dort sehe ich auch noch Steine, glaube ich. Aber ich überlebe das nicht. Ich kann dort nicht runtertauchen. Das ist einfach. Das ist nicht. Das kann ich einfach nicht. Habe ich ein Schwert? Nein, ich habe vergessen, mir eins zu bauen. Oh Gott, das ist wieder so ein Scharfschütze. Was soll ich tun? Oh Gott, Leute. Oh Gott, da oben sind noch mehr Steine. Ich werde jetzt einfach die Höhe holen. Ich glaube, ich werde einfach hier bleiben. Es ist mir einfach zu gefährlich. Ich kann nicht mehr an Land jetzt an. Ich kann dort nicht mehr zurück auf die Insel. Es ist zu gefährlich, das mitten in der Nacht zu tun. Wenn ich mir vielleicht einen Ofen bauen kann, dann ist vielleicht auch ein bisschen Licht. Dann vielleicht. Vielleicht. Ich habe gehört. Oh Gott. Ich habe gehört, manche Urvölker bleiben vom Licht entfernt in der Nacht. Manche. Ich weiß nicht. Manche suchen einfach die Dunkelheit und schlafen am Tag. Das ist alles sehr gruselig. Ich weiß auch nicht, aber was ist es auch nicht hier auf dieser Insel? Ich werde mir noch mehr von diesen komischen. Oh Gott. Oh Gott, das macht mich so fertig, die ganze Zeit, diese Buddelei. Oh. Hier ist noch mehr Stein. Ich glaube, ich habe gleich genug. Oh Gott. Nein, ja, ich habe ihn noch gekriegt. Nein, nein! Aber ich habe genug Stein. Ja, ich habe genug, um mir einen Ofen zu bauen. Ich glaube, wenn ich alles richtig im Kopf habe, brauche ich ungefähr 3 Eisenbarren, um mir einen Eimer zu schmieden. Vielleicht kann ich das tun. Wenn ich jetzt gleich einen Ofen habe, vielleicht kann ich mir einen Eimer schmieden. Oh Gott, ich glaube, ich werde mich hier oben ein bisschen einrichten, provisorisch. Oh Gott, das ist doch. Nein, das ist hier nicht sicher hier oben. Ich werde gleich wieder runter, aber die Nacht werde ich hier oben verbringen. Einfach weil ich hier ein bisschen Überblick habe. Erstmal probiere ich mir ein bisschen Kohle zu machen. Ich hoffe mal, das geht irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, damit kann ich mir dann auch Fackeln herstellen. Und mit Fackeln, ja, da habe ich dann Licht. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Sache. Und Wasser sollte ich vielleicht auch mal wieder trinken. Oh Gott. Wartet mal, wenn ich jetzt alles richtig im Sinn habe. Ja, ich habe einen Eimer. Ich habe einen Eimer gekriegt. Damit werde ich mir dort hinten irgendwo vor der Insel, werde ich mir ein bisschen Wasser nehmen und dann werde ich irgendwo hinziehen, wo ich alleine bin. Wo mich niemand mehr stört. Vielleicht dort hinten hin. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr. Ich bin verzweifelt. Aber wenigstens sieht es jetzt schon besser aus. Besser als gestern. Da habe ich alle verloren, aber wenigstens habe ich jetzt ein bisschen was an Ausrüstung. Ich glaube, ich werde mir das ja alles wieder mitnehmen und ich werde mir Wasser stehlen müssen. Dort vorne, dort war doch dieses Lager. Ich glaube, ich werde dort nochmal hin und werde mir Wasser klauen. Oh Gott, dieses Klippenspringen macht mich doch wach.
Das bringt mich noch irgendwann um hier. Ich brauch Wasser. Ja. Ich brauch Wasser. Hier ist doch. Die Wasserstelle war doch hier irgendwo. Ich.